Herzlich willkommen zu Phoenix Reisen TV, der Ausgabe Nummer 10, also ein kleines Jubiläum. Und das sind unsere Themen heute. Ein neues Schiff bei Phoenix Reisen. MS Athena fährt ab dem 6. Juni auf den Routen der Alexander von Humboldt. Und einen Blick hinter die Kulissen wagen wir mit Ihnen. Kommen Sie mit in den heiligen Maschinenraum. Wir zeigen Ihnen, was Sie sonst nie zu sehen bekommen. Wir haben einmal Chefingenieur Wolfgang Düsing gebeten, uns durch den Maschinenraum der Amadea zu führen. Und er weiß wirklich viel über die Technik der MS Amadea zu erzählen. Aber jetzt zu unserem ersten Thema. Ein modernes Schiff mit großer Geschichte. Das zeichnet die MS Athena aus. Italienisches Design, frohe Farben und edler Marmor begeistern seine Gäste. Seit 2004 ist die Athena ein Privatbesitz und wird durch seine Reederei Classic International Cruises jährlich liebevoll modernisiert. Viele Gäste lernten das Schiff übrigens damals als Italia Prima von Neckermann-Seereisen kennen. Und jetzt ist die Weiße Lady ab dem 6. Juni auf den Routen der Alexander von Humboldt für Phoenix-Reisen und Sie unterwegs. MS Athena ist mit ihrer schnittig weißen Linie und der klassischen Silhouette zahlreichen deutschen Kreuzfahrtgästen noch als Italia Prima bekannt. Phoenix Reisen ist es nun gelungen, dieses Schiff mit großer Vergangenheit für den deutschen Markt zurückzugewinnen. Schon im Foyer mit Bordreisebüro und Rezeption ist das italienische Design zu erkennen. Vom italienischen Nobeldesigner Giuseppe De Giorio erhielt das Schiff ein neues, hochmodisch raffiniertes Kostüm mit viel Marmor, Glas, Messing und Holz. Weitere Kennzeichen des 16.000 Tonners sind großzügig gestaltete Gesellschaftsräume, die eine elegante Handschrift tragen. MS Athena überrascht mit innerer Großzügigkeit. Neben der Einkaufspassage mit Foto-Videoshop finden sich hier ein kleines Casino, Leseraum, Bibliothek und Internetcafé, in dem Sie in Ruhe bei einem guten Buch entspannen oder im Internet surfen können. MS Athena bietet ein großzügiges Auditorium, in dem Ihnen verschiedene Kurse, Lesungen und Lektorate angeboten oder Kinofilme gezeigt werden. Alle Kabinen an Bord bieten Ihnen genügend Platz zur persönlichen Entfaltung und sind modern eingerichtet. Entscheiden Sie sich für eine komfortable Innenkabine, genießen Sie den Ausblick in einer der Außenkabinen oder entspannen Sie während sonniger Seetage auf der Veranda Ihrer Suite. Die 250 Kabinen für maximal 500 Passagiere bieten eine helle und freundliche Wohnatmosphäre zwischen 12 und 19 Quadratmeter. Suiten zwischen 22 bis 32 Quadratmeter. Auf dem Brückendeck befinden sich 9 Penthouse-Suiten mit eigenem Balkon. Weitläufige Liegeflächen mit bequemen Sonnen- und Schattenplätzen auf den Sonnendecks ergänzen die Outdoor-Annehmlichkeiten des Schiffes. Auch für den sportlich aktiven Gast bietet MS Athena geeignetes. So finden Sie an Bord einen Spa-Center mit Sauna, Dampfbad, Massage, Beauty-Salon und Fitness-Center. Auf den Außenflächen und der Rundum-Promenade finden Sie äußerst gepflegte Teakholzdecks sowie auf dem Calypso-Deck zwei Bars und einen schönen Außenpool. Die Poolbar bietet mit ihren zahlreichen Sitzplätzen ausreichend Platz für einen kühlen Drink oder einen Snack zwischendurch. Sowohl das Hauptrestaurant Olisipo als auch das Lido-Restaurant Lotus sind großzügig konzipiert und gemütlich eingerichtet. Gespeist wird während einer langen offenen Tischzeit bei freier Platzwahl. Im Lido-Restaurant in schmackhafter Buffetform und im Hauptrestaurant wird à la carte gespeist. Das aufmerksame Personal serviert Ihnen zum Mittag- und Abendessen jeweils einen roten oder weißen Tischwein.
Zu den kulinarischen Überraschungen gehören natürlich auch das Captain's Dinner zu Beginn und am Ende der Kreuzfahrt sowie längeren Reisen das große Gala-Buffet. Vor der schönen Calypso Shore Lounge erwartet sie übrigens der Kapitän der Athena mit seinem charmanten Charme und lädt seine Gäste am Anfang einer Kreuzfahrt zum Kapitänsempfang bei einem Glas Sekt ein und stellt seine Mannschaft vor, bevor das abwechslungsreiche Showprogramm beginnt. In der beliebten Sirenes Bar auf dem Calypso-Deck mittschiffs inmitten eines großen Atriums empfängt sie eine entspannte Baratmosphäre in großzügigem Ambiente. Nachtschwärmer treffen sich in der Music Lounge auf dem Promenadendeck fernab von den Kabinen, um hier bei Musik und Tanz den Tag in freundschaftlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen. Erleben Sie selbst das besondere Flair des Schiffes während einer Reise an Bord von MS Athena. Ein Schiff mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis, ganz nach dem Geschmack unserer deutschsprachigen Gäste. Willkommen an Bord! Wenn es volle Fahrt voraus heißt auf der MS Amadea, dann kommen die schweren Maschinen im Bauch des Schiffes richtig in Wallung. Und Chef über immerhin 24.000 PS ist Chief Engineer Wolfgang Düsing. Und der nimmt Sie jetzt mit in den Schiffsbauch dahin, wo Sie als Gast normalerweise nie hin dürfen, nämlich in den Maschinenraum. Viel Vergnügen. Ja, Chief, Kaffee. Ja, schönen guten Morgen, Chief. Wir müssen auf Manöveringsspeed gehen in ca. 10 Minuten. So, fahr bitte die Maschinen runter und gebe die Maschinen auf Brückenkontrolle. Okay, Captain, wir werden auf Manöverfahrt gehen. Ein enger und stetiger Kontakt zum Kapitän ist für Chief Engineer Wolfgang Düsing Voraussetzung für das Zusammenspiel von Mensch und Maschine auf der MS Amadea. Schließlich wollen die zwei Verstellpropeller durch zwei Mitsubishi Dieselmotoren mit zusammen 17.314 kW nicht nur durch die weiten Meere, sondern beispielsweise auch durch enge Schiffsstraßen bewegt werden. Der Chefingenieur findet zwischendurch die Zeit, um uns die einzelnen Geräte, Monitore und Steuerungselemente im Kontrollraum zu erklären. Hier können wir genau sehen, wie viel Umdrehung, wie viel Last wir haben. Aber wir wollen natürlich mehr sehen und uns den kompletten Maschinenraum in allen Einzelheiten erklären lassen. Keine leichte Aufgabe für Wolfgang Büsing, dessen Worte im Maschinenraum naturgemäß kaum zu verstehen sind. Die Maschinenanlage geht vom Bug bis zum Heck, von ganz vorne bis nach hinten durch den Schiffsrumpf der Amadea. Ganz hinten befindet sich die Rudermaschine, ganz vorne der Bugstrahlerraum. Dazwischen der vordere Hilfsmaschinenraum, der Hauptmaschinenraum sowie der Hilfsdieselraum. Wir befinden uns im Klimakompressor- und Proviantkompressorraum mit drei Anlagen mit je 355 Kilowatt. Die Anlage besteht einzeln aus einem Elektromotor, einem Schraubenkompressor, einem Kondensator, einem Separator und einem Ölabscheider. Zusätzlich noch eine kleine Klimaanlage mit 250 Kilowatt. Das alles zusammen bringt die Kühlwassertemperatur auf 6 Grad. Über eine Kaltwasserpumpe wird das Wasser zu den einzelnen Units transportiert. Im Hilfsmaschinenraum gibt es drei Hilfsdiesel mit jeweils 6 Zylindern mit 1800 Kilowatt. Die Diesel sind mit einzelnen Brennstoffpumpen und jeweils mit 2 Einlass- und 2 Auslassventilen ausgestattet, haben einen Turbolader mit Ladeluftkühler und treiben einen Generator an. Die Bauweise ist auch im Fahrzeugbau üblich.
Hier auf Hauptschalttafeln hat jeder einzelne Generator seinen Platz und kann von hier aus zu- und abgeschaltet werden. Die Amadea kann 1700 Tonnen Schweröl bunkern sowie 176 Tonnen Gasöl. Das Öl wird in verschiedenen Bunkertanks gelagert, von da aus zum Verbrauch in einen sogenannten Setztank gepumpt, wo sich die groben Verunreinigungen des Schweröls absetzen. Über Zentrifugen gereinigt, wird das Öl dann in den Tagestank geleitet bzw. in Mischtanks, sogenannte Buffer-Fuel-Tanks, für die unterschiedlichen Treibstoffarten wie Schwer- oder Gasöl gepumpt. Damit eine Umstellung von dem einen auf den anderen Treibstoff nicht zu abrupt geschieht, werden die Treibstoffarten in den Buffer-Tanks langsam gemischt, sodass die Maschinen nicht leiden, um beispielsweise bei Revier- oder Manöverfahrt von Schwer- auf Gasösel zu wechseln. Von den Tanks aus geht das Öl durch Zubringerpumpen über Vorwärmer zur Maschine. Die Einspritztemperatur für die Hauptmaschine sollte dann ca. 110 bis 115 Grad je nach Schwerölsorte betragen. Die zwei Mitsubishi Burmeister und Wein MAN-Maschinen L5864 verfügen über jeweils 7 Zylinder mit je 8756 Kilowatt. Das sind zusammen fast 24.000 PS, die über Reduziergetriebe die Maschine von ca. 400 Umdrehungen pro Minute auf eine Propellerwellengeschwindigkeit von ca. 135 Umdrehungen pro Minute reduziert. Der Durchmesser der Zylinder beträgt übrigens 58 cm mit einem einzelnen Hub von 64 cm. Die Zylinder arbeiten mit zwei Einlass- und zwei Auslassventilen sowie Sicherheits-, Anlass- und Indizierventilen. Aufgeladen werden die Maschinen mittels Turbolader. Die Hauptmaschinen haben einen sogenannten Zylinderöler, mit denen unter Druck Öl in die Zylinder gedrückt wird. Daneben sehen wir die zwei großen Luftflaschen mit Anlassluft für die Hauptmotoren. Die werden nämlich nicht, wie man meinen könnte, mit einem elektrischen Anlasser gestartet, sondern eben mit Luft. Hier befinden wir uns nun im hinteren unteren Teil des Hilfsmaschinenraumes, wo wir die Wellenanlage Backbord und Steuerbord haben. Ebenso die Ölhydraulik für den Verstellpropeller mit den dazugehörigen Pumpen. Die Propellerwelle ist von hier aus bis zum Propeller hohlgebohrt. Am Ende dann ein vierflügeliger Propeller mit einem Durchmesser von 460 cm. Der Propeller dreht, wie gesagt, mit einer Umdrehung von bis zu 135 Umdrehungen pro Minute. Und je nach Vorgabe kann jedes einzelne Blatt am Propeller variabel steil gestellt werden, was dann die entsprechende Schiffsgeschwindigkeit beeinflusst. Neben der Wellenanlage befinden sich mehrere Pumpen, beispielsweise für alle Kühlaggregate der Klimakompressoren. Jeder Klimakompressor hat seine eigene Seewasserpumpe. Weiter finden wir hier die Rückkühler für die Frischwasserkühlung von den Hilfsdieseln. Im unteren Teil des Hauptmaschinenraumes ist die Hauptmaschine in ihrem Fundament elastisch gelagert, das heißt, sie sind in ihren Bewegungen in gewissen Grenzen frei. Das heißt auch, dass alle Rohrverbindungen mit flexiblen Teilen ausgestattet sein müssen. Hier kann man die elastischen Verbindungen des Rohrteils sehen. Dies ist beispielsweise für die Anlassluft, dort das Brennstoffrohr für Kühlwasser und andere. Die Maschine lässt sich auch von hier aus starten und stoppen. Hier befinden wir uns vor dem Reduziergetriebe, wo die Welle vom Maschinenraum reingeht. Vielen Dank, Chief Ingenieur Wolfgang Düsing. Das war wirklich ein umfangreicher Blick durch Ihren Maschinenraum, der für uns Gäste doch sonst tabu ist. Aus diesem mit diesem Zylinderüler unter Druck Öl eingespritzt, der zum Gleiten des Kolbens im Zylinder.
Ja, liebe Gäste, falls Sie noch einen weiteren ausführlichen Blick hinter die Kulissen der Amadea riskieren möchten, dann können wir Ihnen unsere brandneue DVD empfehlen. Hier finden Sie neben der Besichtigung des Maschinenraumes noch weitere interessante Einblicke. Eine Brückenführung mit Kapitän Jens Thorn, Einkauf und Besuch der Küche mit Chefkoch Stefan Schmitz, ein Besuch in den Bunkerräumen und der Wäscherei und weiteres mehr exklusiv für die Phoenix-Gäste und nur zu einem Preis von 19,95 €. Also wenn Sie mögen, bestellen Sie einfach bei uns. Ich freue mich auf unsere nächste Sendung. Bis zum nächsten Mal. Ihr Axel Link.